Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie wieder gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Während dieser Zeit ganz besonders denken wir an das Leiden, an den Opfertod und auch an die Auferstehung Jesu Christi. Und ich möchte heute ein wenig auf dieses Thema eingehen und gleichzeitig Ihnen die Frage stellen: Wie dankbar sind Sie, ganz persönlich Sie, für das, was Christus für Sie getan hat? Denn wie wir sehen werden, hat Christus alles das, was er getan hat, nicht für sich selbst getan. Es bestand keine Veranlassung, keine Voraussetzung, dass er dies hätte für sich selbst tun müssen. Er tat es für Sie. Nehmen Sie diese Predigt heute ganz persönlich an, ganz individuell. Schauen Sie, als Christus Mensch wurde, da war alles das, was er erleben würde als Mensch, bereits schon vorherbestimmt worden. Alles das war bereits schon in der Bibel, im Alten sowohl als auch im Neuen Testament, niedergeschrieben worden. Das war keine Überraschung für ihn, was er erleben würde. Schauen wir uns dies einmal in einer Prophezeiung im Buch Jesaja an. Jesaja Kapitel 53. In Jesaja Kapitel 53 lesen wir über die Leiden Jesu Christi, des Messias. Und wir fangen an zu lesen in Vers 3. Da heißt es über Jesus Christus: Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Aber es heißt dann auch in Vers 4, fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Vers 7, als er gemartert ward, da litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Vers 10. So wollte ihn der Herr zerschlagen mit Krankheit. Schauen Sie, alles dies war bereits im Alten Testament geschrieben worden. Schauen wir uns auch Kapitel 52 im Buch Jesaja an und Vers 14. Jesaja 52 und Vers 14. Da heißt es: Wie sich viele über ihn entsetzten, weil seine Gestalt hässlicher war als die anderer Leute und sein Aussehen als das der Menschenkinder. Aber das ist eine Beschreibung dessen, wie er aussah, als er durch diese Leiden ging, über die wir noch hören werden. Auch in Jesaja Kapitel 50 lesen wir Vers 6. Jesaja Kapitel 50 und Vers 6. Da heißt es: Ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Wie ich sagte, es war prophezeit worden im Alten Testament, dass Jesus Christus Leiden erleben würde. Auch im Neuen Testament wird dies deutlich zum Ausdruck gebracht. Schauen wir uns zunächst Apostelgeschichte Kapitel 26 an. Apostelgeschichte 26 und in Vers 23. Und wenn wir alle diese Stellen lesen, dann fragen wir uns wiederum ganz persönlich und individuell: Wie dankbar sind wir? Wie dankbar bin ich? Wie dankbar sind Sie für das, was Christus getan hat? Und zeigen wir unsere Dankbarkeit dadurch, dass wir so leben, wie Gott es heute von uns erwartet? In Apostelgeschichte 26 lesen wir Vers 23. Fangen wir mit Vers 22 an, um den Zusammenhang zu sehen. Da sagt nämlich Paulus: Aber Gottes Hilfe habe ich erfahren bis zum heutigen Tag und stehe nun hier und bin sein Zeuge bei Groß und Klein und sage nichts, als was die Propheten und Mose vorausgesagt haben. Vers 23. Dass Christus müsse leiden und als Erster auferstehen von den Toten und verkündigen das Licht seinem Volk und den Heiden. Alles dies war vorausgesagt worden im Alten Testament, dass Christus kommen würde, um zu leiden, um zu sterben, um aber auch auferweckt zu werden. In Kapitel 17, Apostelgeschichte 17, lesen wir die Verse 2 und 3. Auch hier ist es wiederum Paulus, der das Folgende zum Ausdruck bringt. Apostelgeschichte 17, angefangen in Vers 2. Wie nun Paulus gewohnt war, ging er zu ihnen hinein und redete mit ihnen an drei Sabbaten von der Schrift, tat sie ihnen auf und legte ihnen dar, dass Christus leiden musste und von den Toten auferstehen, und dass dieser Jesus, den ich, so sprach er, euch verkündige, der Christus ist. Er war derjenige, der im Alten Testament beschrieben worden war. Auch in Apostelgeschichte 3 kehren wir zu der inspirierten Predigt des Apostel Petrus zurück, in Apostelgeschichte 3 und in Vers 18. Und schauen wir uns an, was Petrus hier sagt.
Apostelgeschichte 3 und Vers 18. Gott aber hat erfüllt, was er durch den Mund aller seiner Propheten zuvor verkündigt hat, dass sein Christus leiden sollte. Also das war von vornherein klargestellt worden. Im Lukas-Evangelium lesen wir Kapitel 24. Lukas Kapitel 24 und die Verse 25 und 26. Lukas Kapitel 24 und die Verse 25 und 26. Und das ist eine Aussage von Jesus Christus nach seiner Auferstehung. Und da sagt er zu den Jüngern: O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Auch hier wiederum geht es um eine Aussage der Propheten. Und dann auch im 1. Petrusbrief. 1. Petrus und im 1. Kapitel lesen wir die Verse 10 bis 11. 1. Petrus, Kapitel 1 und die Verse 10 und 11. Nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, die von der Gnade geweissagt haben, die für euch bestimmt ist, und haben geforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi deutete, der in ihnen war. Also schauen Sie, der Heilige Geist Gottes, der Geist Christi, war in den alttestamentlichen Propheten und die zuvor bezeugt hat, oder vielmehr, und sie haben geforscht, auf welche und für was eine Zeit der Geist Christi deutete, der ihnen war und zuvor bezeugt hat, die Leiden, die über Christus kommen sollten, und die Herrlichkeit danach. Der Geist Christi inspirierte die Propheten zu sehen, was Christus, wenn er Mensch werden würde, zu erdulden haben würde. Warum? Warum tat Christus das? Schauen Sie, Christus war Gott. Wir lesen im Alten Testament, wir lesen im Neuen Testament, dass der Vater alles durch Jesus Christus erschuf. Christus war Gott, ein Teil der Gottfamilie, ein Mitglied der Gottfamilie. Warum wurde er Mensch? Warum musste er diese Dinge, von denen wir jetzt lesen werden, erleiden? Zunächst einmal lesen wir in Hebräer Kapitel 2 einen Grund, warum Christus Mensch wurde, Fleisch und Blut wurde. Warum er durch diese Leiden gehen musste, aber nicht aufgrund von irgendetwas, was er für sich selbst erlangen wollte, sondern um ihrer Willen. Hebräer Kapitel 2 und lesen wir Vers 18. Hebräer Kapitel 2 und Vers 18. Denn worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden, die leiden müssen, die versucht werden, um zu sündigen. Jesus Christus musste leiden, um ihnen heute helfen zu können, wenn sie Leiden haben. Und Jesus Christus hat nicht nur etwas gelitten, Jesus Christus musste viel erleiden, viele Dinge erleiden, und auch das war prophezeit. In Markus Kapitel 9, Markus Kapitel 9 und Vers 12. Markus Kapitel 9 und lesen wir Vers 12. Er aber sprach zu ihnen, denn Jünger hatten gefragt, ja, muss nicht Elia zuvor kommen, bevor der Messias kommt? Und er sprach zu ihnen, Elia soll ja zuvor kommen und alles wieder zurechtbringen. Und wie steht denn geschrieben von dem Menschensohn, dass er viel leiden und verachtet werden soll? Und er stellt diese Frage an seine Jünger. Er kannte natürlich die Antwort. Der Menschensohn, Jesus Christus, musste viel erleiden. Und er musste auch verachtet werden von den Menschen seiner Zeit. Und nicht nur von den Menschen seiner Zeit. In Lukas Kapitel 9. Lesen wir Vers 22. Lukas Kapitel 9 und Vers 22. Er sprach: Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferstehen.
Alles dies war Christus bekannt, noch bevor er durch die schrecklichen Leiden der Kreuzigungswoche ging. In Lukas Kapitel 17 lesen wir Vers 25. Lukas Kapitel 17 und Vers 25. Er spricht hier von seiner Wiederkunft. In Vers 24 sagt er, dass wenn der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des Himmels bis zum anderen, das wird eine Situation sein, wie der Menschensohn an seinem Tage zurückkommen wird. Er wird von allen Augen gesehen werden. Es geht also hier um die Endzeit. Und dann sagt er in Vers 25, zuvor aber muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Aber es ging nicht nur um das Geschlecht seiner Zeit. Es ging nicht nur um die Menschen, die damals lebten, als Christus hier auf Erden wandelte. Das Wort Geschlecht kann sich auch auf das gesamte Menschengeschlecht beziehen. Und Christus wurde auch nach seiner Auferstehung weiterhin von den Menschen verachtet, verworfen. Und wird es heute auch noch im Großen und Ganzen von den meisten Menschen. Aber wenn er zurückkommen wird, dann wird die Wahrheit letztendlich deutlich werden für alle Menschen, dass er der Messias war, dass er für uns, für die gesamte Menschheit gelitten hat, gestorben ist, sodass der Mensch leben könnte, ewiges Leben erlangen könnte. Kehren wir zu Markus Kapitel 5 zurück und lesen wir eine interessante Stelle, denn wir hatten ja eben bereits schon festgestellt, dass Christus litt, um denen helfen zu können, die heute leiden, die sich an ihn wenden, um Hilfe erlangen zu können. In Markus Kapitel 5 lesen wir eine interessante Episode über eine Frau, die sehr viel leiden musste. Markus Kapitel 5 und Vers 25. Und da war eine Frau, die hatte den Blutfluss seit 12 Jahren und hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut dafür aufgewandt. Und es hatte ihr nichts geholfen, sondern es war noch schlimmer mit ihr geworden. Und das hört sich auch ganz so an, wie das auf heute auf viele Menschen zutrifft, die krank sind, die ihr ganzes Gut an Ärzte geben, um geheilt zu werden und doch nicht von denen geheilt werden können. Diese Frau wendet sich an Christus. Die hatte den Glauben, dass wenn sie sich an Christus wendete, wenn sie nur sein Gewand berühren würde, würde sie geheilt werden. Und Christus hat diesen Glauben honoriert und sie wurde geheilt. Schauen Sie, Christus hatte viel erlitten, aber er hilft denen, die viel leiden und sich an Christus um Hilfe wenden. Ein weiterer Grund, dass Christus kam, um für uns, für sie zu leiden, besteht darin, dass er durch seine Leiden lernte, gehorsam zu sein. Nun, das mag zunächst einmal etwas sehr merkwürdig klingen, aber schauen wir uns dies in Hebräer Kapitel 5 an. Hebräer Kapitel 5. Und lesen wir die Verse 8 und 9. Hebräer Kapitel 5 und die Verse 8 und 9. Da heißt es, so hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Vers 9. Und als er vollendet war, da ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber des ewigen Heils geworden. Viel wird hier ausgesagt. Es geht nicht nur darum, sich an Christus zu wenden und zu sagen, ja, ich glaube an dich, meinen Heiland. Nein, die, die ihm gehorsam sind, für die, heißt es, ist er der Urheber des ewigen Heils geworden. Aber wir lesen auch, dass er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt hat. Nun, Christus war niemals ungehorsam. Wir lesen ja, dass er ohne Sünde war. Und gleichwohl lesen wir in Philipper Kapitel 2 eine interessante Parallelstelle zu dieser Aussage hier. In Philipper Kapitel 2 und Vers 8. Philipper Kapitel 2 und in Vers 8. Da heißt es, er erniedrigte sich selbst. Zunächst lasen wir, dass er in göttlicher Gestalt war, aber er entäußerte sich seiner Göttlichkeit,
Er erniedrigte sich selbst und ward oder wurde gehorsam bis zum Tode. Ja, zum Tode am Kreuz. Schauen Sie, wie ich sagte, er war nie ungehorsam, aber er lernte als Mensch, ein Mensch, der Fleisch und Blut war, in Leiden gehorsam zu zeigen. Auch in Leiden nicht ungehorsam zu werden. Er zeigte, dass es möglich ist, selbst wenn man leidet, Gott gehorsam zu sein und zu bleiben. Es war nicht einfach. Diejenigen, die meinen, dass Jesus Christus keine Anstrengung vollbringen musste, um gehorsam zu bleiben, die gehen an der Wahrheit total vorbei. Jesus Christus war ein Mensch, aus Fleisch und Blut bestehend. Es war nicht einfach für ihn, gehorsam zu bleiben. Es war möglich, für ihn zu sündigen, und er wusste das. Aber schauen wir uns an in Matthäus, Kapitel 26, wie es Christus schaffte, gehorsam zu bleiben, an dem, was er litt, gehorsam zu lernen. Matthäus, Kapitel 26. Und fangen wir in Vers 37 an zu lesen, die berühmte Stelle, wo er hier im Garten Gethsemane ist, kurz vor seiner Verhaftung und natürlich dann vor der Marterung und der Kreuzigung. Matthäus 26, angefangen in Vers 37. Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. Und da sprach Jesus zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und dann lesen wir, dass er erneut zum Vater betete. Und wenn man alle Stellen zusammennimmt, dann erkennt man, dass er dreimal für ungefähr eine Stunde während dieser Nacht zum Vater betete und ihn fragte: Ist es möglich, dass dieser Kelch an mir vorübergehen kann, dass ich nicht durch diese Leiden gehen muss? Aber natürlich war es nicht möglich. Und der Vater machte das auch deutlich und Christus verstand dies auch. Und so hat er sich dem Willen des Vaters unterworfen. Er blieb gehorsam im Leiden. In Lukas Kapitel 22 wird natürlich deutlich, wie schwierig diese Angelegenheit war. Wir dürfen uns nicht einfach vorstellen, dass das für Jesus keine Anstrengung bedeutet hätte, durch diese Leiden zu gehen. Und wie ich sagte, er tat dies nicht um seiner selbst willen, sondern für sie. Akzeptieren Sie dies als eine ganz persönliche Aufforderung, Christus gehorsam zu sein, wenn Sie es noch nicht sein sollten. In Lukas Kapitel 22, da lesen wir in Vers 44. Während eines seiner Gebete. Und er rang mit dem Tode und betete heftiger. Und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Wir sehen, mit welcher Vehemenz, mit welcher Anstrengung Christus betete. Es ging buchstäblich während dieses Gebetes um einen Kampf zwischen Leben und Tod. Er wusste, dass wenn er jetzt Gott dem Vater ungehorsam werden würde, damit eine Sünde begehen würde, es wäre alles vorbei. Und er wusste dies. Er wusste auch um seine Leiden. Er wusste, dass dies alles über ihn hereinbrechen würde. In Lukas Kapitel 12 machte er dies sehr deutlich. Lukas Kapitel 12 und die Verse 49 und 50. Und er machte es auch seinen Jüngern deutlich, zumindest versuchte er dies, dass die verstehen sollten, wie schwierig es werden würde. Aber deren Verstand war noch nicht geöffnet worden. Die hatten dies noch nicht so erkannt. In Lukas Kapitel 12, Vers 49,
Da sagt er, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden auf Erden. Was wollte ich lieber, als dass es schon brennte? Aber ich muss mich zuvor taufen lassen mit einer Taufe, und wie ist mir so bange, bis sie vollbracht ist. Er spricht hier natürlich von der Taufe seiner Leiden und seines Todes. Ihm war dies alles bekannt. Er tat es für uns. Er tat es für sie. Er tat es für mich. Kehren wir zu Hebräer Kapitel 4 zurück. Hebräer Kapitel 4, die Verse 15 und 16. Da heißt es, wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Er blieb gehorsam. Er hat niemals gesündigt, aber es war nicht einfach, denn er hat gelitten, so wie wir heute leiden. Und so kann er auch deshalb mit uns leiden. Er versteht es. Er lebte im Fleisch. Er wusste, was es bedeutet, im Fleisch zu leiden. Und weil dies so ist, sagt uns Paulus hier in Vers 16, darum, weil Christus mit uns leiden kann, darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben, wenn wir durch Leiden gehen. Wir können uns an Gott, den Vater und Jesus Christus wenden. Jesus Christus, unser Hohepriester, der für uns eintritt, der versteht, was es bedeutet, wenn wir durch Leiden gehen. Schauen Sie, als Gottwesen war dieses Verständnis von der praktischen Erfahrung her noch nicht gegeben. Aber Christus wurde Fleisch und Blut, er wurde ein Mensch. Und als solcher konnte er verstehen, was es bedeutet, durch menschliche Leiden zu gehen. Und gleichwohl gehorsam zu bleiben. Und so lesen wir in Hebräer Kapitel 2 und in Vers 10, wie Jesus diesen Sieg errungen hat. Hebräer Kapitel 2 und Vers 10. Da heißt es, denn es ziemte sich für den, um dessen Willen alle Dinge sind und durch den alle Dinge sind. Schauen Sie, Gott der Vater erschuf alles durch Jesus Christus. Aber es war natürlich Gott der Vater, der alles erschuf. Aber er tat es durch Jesus Christus, dass er, der Vater, den, der viele Söhne zur Herrlichkeit geführt hat. In Gottes Augen ist dies bereits ein fait accompli. Es ist bereits schon geschehen, dass er den, der viele Söhne zur Herrlichkeit geführt hat oder natürlich jetzt auch noch führt, den Anfänger ihres Heils durch Leiden vollendete. Auch hier lesen wir wieder, dass Christus vollendet wurde durch Leiden. Leiden waren notwendig für ihn, dass er unser barmherziger Hohepriester werden könnte. In Hebräer Kapitel 2 und Vers 17 lesen wir dann, daher musste er in allem seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer Hohepriester vor Gott zu sühnen die Sünden des Volks. Aber meinen wir nicht für einen Augenblick, dass dies einfach gewesen wäre für Jesus Christus. Er musste diese Leiden erdulden, um ein barmherziger Hohepriester für sie werden zu können. Zeigen Sie ihm Ihre Dankbarkeit dadurch, dass Sie ihm gehorsam sind in Ihrem Leben? Schauen Sie, Christus sollte unser Vorbild werden. Auch das ist ein Grund dafür, dass er diese Leiden erlitt. Er ist unser Vorbild, dem wir nacheifern sollen. In 1. Petrus Kapitel 2 lesen wir 1. Petrus Kapitel 2, angefangen in Vers 19. Denn das ist Gnade, wenn jemand vor Gott um des Gewissens willen das Übel erträgt und leidet das Unrecht, wie Christus gelitten hat
aber er hat natürlich Unrecht erlitten. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr um schlechter Taten willen geschlagen werdet und es geduldig ertragt, aber wenn ihr um guter Taten willen leidet und das ertragt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch. Denken wir daran, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußtapfen, ganz spezifisch bezogen hier auf Leid, was wir erdulden müssen. Denn das ist der Zusammenhang, Vers 22, er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der nicht wieder schmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt. Er stellte sich aber dem anheim, der gerecht richtet. Schauen Sie, Christus erlitt Unrecht, aber er hat nicht auf eine Weise reagiert, wie wir das häufig tun, die wiederum Unrecht gewesen wäre in den Augen Gottes. Und so sollen auch wir im Leid dem Vorbild Jesu Christi folgen. Denken wir an Hiob. Als Hiob viele Leiden erlitt, seine ursprüngliche Reaktion war die, dass er sagte, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und auch als seine Frau dann ihm sagte, ach, lass doch ab von deiner Frömmigkeit, da sagte er, ja, du redest, wie so die törichten Frauen reden. Wir haben Gutes von dem Herrn empfangen, sollen wir nicht auch Böses von ihm empfangen? Und die Bibel sagt, und in alledem sündigte er nicht mit seinen Lippen. Nun später allerdings, wenn man das Buch Hiob sich näher betrachtet, hat dann Hiob auch schon einige schwache Punkte gehabt, das ist klar. Und er hat ja auch leiden müssen, um erkennen zu können, dass er voller Selbstgerechtigkeit war, die er eben ablegen musste. Aber gleichwohl, seine ursprüngliche Reaktion war ähnlich die von Jesus Christus. Aber wie ich eben schon sagte, dieses Geschlecht, dieses Menschengeschlecht, wird auch weiterhin Jesus Christus ablehnen, wie es das Menschengeschlecht seit Jesu Christi Leben hier auf Erden getan hat und natürlich auch vorher bereits schon getan hat. Und so lesen wir im Buch der Offenbarung, wenn Gott, der Vater, beginnen wird, diese Plagen auf die Menschheit zu schütten, weil sie einfach unwillens sind, ihm zu gehorchen. Dann lesen wir aber die Reaktion. Gott tut es, um die Menschen zur Reue zu bringen. Aber die Menschen werden dies nicht anerkennen, im Großen und Ganzen. Offenbarung Kapitel 16, angefangen Vers 8. Und der vierte Engel goss aus seine Schale über die Sonne. Und es wurde ihr Macht gegeben, die Menschen zu versengen mit Feuer. Und die Menschen wurden versengt von der großen Hitze und lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über diese Plagen, und bekehrten sich nicht, ihm die Ehre zu geben. Eine Prophezeiung für die Zukunft, die uns aber auch wiederum zeigt, wie gottfeindlich die heutige Welt ist und wie widerstrebend sie sein wird, Gott als den Herrscher über die Menschheit anzuerkennen. Schauen wir uns 1. Petrus an, Kapitel 4. 1. Petrus, Kapitel 4. Und lesen wir Vers 19. 1. Petrus, Kapitel 4 und Vers 19. Darum sollen auch die, die nach Gottes Willen leiden, ihm ihre Seelen anbefehlen, als dem treuen Schöpfer und Gutes tun. Schauen Sie, haben Sie schon einmal die Gedanken darüber gemacht, dass Gott Sie vielleicht prüft, wenn Sie durch Leiden gehen, wie Sie reagieren? Ob Sie versucht sind, dann alles aufzugeben? Oder ob Sie nach wie vor willens sind, Gutes zu tun, selbst im Leiden? Wie auch Christus für Unrecht litt und gleichwohl nicht sündigte und uns dadurch ein Vorbild gab, ihm nachzufolgen. Ein weiterer Grund für die Leiden Jesu Christi besteht darin, dass er für unsere Sünden litt. Für ihre Sünden. Nun, das Wort Sünde heute hat vielleicht einen komischen Klang.
in den Ohren der meisten Menschen. Sünde bedeutet, dass man etwas tut, was gegen den Willen Gottes ist. Man ist dem Gesetz Gottes ungehorsam. Man weiß, dass man etwas Gutes tun soll und tut es nicht. Man begeht eine Übertretung seiner eigenen Gewissensüberzeugung. Christus litt für all das. In 1. Petrus Kapitel 3 lesen wir Vers 18. 1. Petrus Kapitel 3 und Vers 18. Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten. Der Gerechte für die Ungerechten. Für sie, die sie ungerecht sind, ungerecht waren, immer noch ungerecht sind. Schauen Sie, jedes Mal, wenn Sie sündigen, gehören Sie zu der Kategorie der Ungerechten. Aber Sie können Gerechtigkeit erlangen. Sie können Vergebung der Sünden erlangen, wenn Sie sich an Christus, an Gott den Vater wenden. Und so hat Christus einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte, in dem ja keine Sünde war, für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führte. Und ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Wir sollen zu Gott kommen. Deswegen hat Christus für uns gelitten. Wir sollen gehorsam werden, dem gegenüber, was Gott uns sagt. Lesen wir in 1. Petrus Kapitel 4, die Verse 1 bis 2. Christus hat nicht dafür für uns gelitten, dass wir weiterhin in Sünde leben, wenn wir erkannt haben, was Christus für uns getan hat. 1. Petrus Kapitel 4, die Verse 1 und 2. Weil nun Christus im Fleisch gelitten hat, schauen Sie, im Fleisch. Er war ein Mensch, aus Fleisch und Blut bestehend. Und er hat im Fleisch gelitten. So wappnet euch auch mit demselben Sinn. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat aufgehört mit der Sünde. Dass er hinfort die noch übrige Zeit im Fleisch nicht den Begierden der Menschen, sondern nach dem Willen Gottes lebe. Darum geht es. Christus hat für uns gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit wir gerecht werden könnten. In Hebräer Kapitel 9, Hebräer Kapitel 9, die Verse 24 bis 28. Hebräer Kapitel 9 und die Verse 24 bis 28. Denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht und nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Auch nicht, um sich oftmals zu opfern, wie der Hohenpriester alle Jahre mit fremdem Blut in das Heiligtum geht, sonst hätte er oft leiden müssen vom Anfang der Welt an. Nun aber, am Ende der Welt, ist er ein für allemal erschienen, durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Schauen Sie, durch seinen Opfertod können wir von der Sünde frei werden. Vers 27. Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen, derer, die sich an die Barmherzigkeit Gottes und Jesus Christus wenden, die bereuen, die die Sündenvergebung wollen und die aber auch gleichwohl dann bereit sind, sündenlos zu leben. Und wenn sie dann straucheln und fallen, können sie sich wiederum an die Barmherzigkeit Gottes, des Vaters und des Sohnes wenden, um Vergebung der Sünde zu erlangen. Und so ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Zum zweiten Mal wird er nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil. Aber es geht um die, die ihm gehorsam sind. Für die ist er ja zum Urheber des Heiles geworden. Schauen Sie, Jesus erlitt die Leiden des Todes für Sie, für mich, für alle potenziell gesehen, aber die meisten müssen erst noch zu dieser Erkenntnis kommen und sich dann an Christus wenden. Hebräer Kapitel 2 und Vers 9. Hebräer Kapitel 2 und Vers 9. Den aber, der eine kleine Zeit niedriger gewesen ist als die Engel, Jesus, sehen wir durch das Leiden des Todes, gekrönt mit Preis und Ehre,
denn durch Gottes Gnade sollte er für alle den Tod schmecken. Durch Gottes Gnade. Es ging nicht um Gnade Christus gegenüber, sondern Gottes Gnade ihnen gegenüber, dass Jesus Christus den Tod für sie schmecken würde, sodass sie nicht den ewigen Tod erleiden müssen, wenn sie sich an Gott wenden, ihre Sünden bereuen, den Heiligen Geist erhalten und dann sich bemühen, Gott gehorsam zu sein. Wir lasen bereits, dass Christus viel erleiden musste. Er erlitt nicht nur die Leiden des Todes, er erlitt auch die Leiden der Marterung. Er erlitt die Leiden der Kreuzigung. Aber wissen Sie, er erlitt auch vieles andere, noch bevor die Kreuzigungswoche beginnen würde. Er wurde verachtet, er wurde verspottet, er wurde abgelehnt, er wurde verhöhnt. Er litt um unserer Sünde willen. Und Sünde bringt den ewigen Tod, wenn sie nicht bereut ist. Aber Sünde bringt auch viele andere Leiden mit sich. Wenn wir sündigen, dann bringen wir über uns automatisch viel Unheil. Und Christus starb für sie, damit sie auch von dem Unheil, das ihre Sünde verschuldet und verursacht, befreit werden könnten. Wie die Frau befreit wurde, die vieles erleiden musste von den Ärzten, und die hat sich dann an Christus gewandt und wurde geheilt. In Hebräer Kapitel 12 lesen wir, warum Christus tat, was er tat. Hebräer Kapitel 12 und die Verse 1 und 2. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete, die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Nun, eine weitaus richtigere und akzeptable Übersetzung hier in Vers 2 lautet wie folgt: Lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, um die Freude erlangen zu können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete. Welche Freude? Die Freude zu sehen, dass sie vom ewigen Tode befreit werden können, dass sie ein Mitglied werden können der Familie Gottes bei der Wiederkehr Jesu Christi, wenn sie auferstehen oder wenn sie, falls sie noch leben sollten, verwandelt werden als ein unsterbliches Geistwesen. Das war die Freude, die er erlangen würde. Und er wusste dies. Das war der Grund, warum er ein Mensch wurde, warum er durch viele Leiden ging, willentlich, wissentlich, damit sie Anteil haben könnten an der Familie Gottes. Aber Christus litt sein ganzes Leben hindurch als Mensch. Nicht nur, wie ich sagte, während der Kreuzigung. In Markus Kapitel 3, die Verse 1 bis 6. Und wenn wir heute durch Leiden gehen, dann denken wir daran, dass Christus es uns bereits vorgemacht hat, wie man im Leiden gehorsam sein kann. Er tat dies willentlich, freiwillig, um ihrer Willen. Markus Kapitel 3, angefangen in Vers 1. Und er ging abermals in die Synagoge, und es war dort ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie lauerten darauf, ob er auch am Sabbat ihn heilen würde, damit sie ihn verklagen könnten. Und er sprach zu dem Menschen mit der verdorrten Hand, tritt hervor. Und er sprach zu ihnen, soll man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun? Leben erhalten oder töten? Sie aber schwiegen still. Und er sah sie ringsum an mit Zorn und war betrübt. Eine Form des seelischen Leidens. Er war betrübt über ihr verstocktes Herz und sprach zu dem Menschen, strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus, und seine Hand wurde gesund. Und die Pharisäer gingen hinaus und hielten alsbald Rat über ihn mit den Anhängern des Herodes, wie sie ihn umbrächten. Und Christus wusste dies. Christus wusste, dass in dem Augenblick, wo er diesen Menschen am Sabbat heilen würde, dann würden die sich zusammentun, um zu versuchen, ihn zu töten.
in Vers 20 im gleichen Kapitel. Und er ging in ein Haus. Und da kam abermals das Volk zusammen, sodass sie nicht einmal essen konnten. Und als es die Seinen hörten, seine Brüder, seine Schwestern, die nicht an ihn glaubten, möglicherweise sogar seine Mutter, Maria, als es die Seinen hörten, machten sie sich auf und wollten ihn festhalten, denn sie sprachen, er ist von Sinnen. Die meinten, er sei von Sinnen, er sei geistesgestört oder was auch immer. Glauben Sie, dass das nicht viele psychische Leiden in ihm verursacht hat, seine eigenen Brüder, seine eigenen Schwestern, möglicherweise sogar noch seine eigene Mutter, die zu dem damaligen Zeitpunkt nicht verstanden, was er tat, warum er es tat? In Matthäus Kapitel 9 lesen wir die Verse 23 bis 25. Matthäus Kapitel 9, die Verse 23 bis 25. Er wurde hier gebeten, ein Kind zu heilen. Und als er in das Haus des Vorstehers kam und sah die Flötenspieler und das Getümmel des Volkes, da sprach er, geht hinaus, denn das Mädchen ist nicht tot, sondern es schläft. Und sie verlachten ihn. Und als er das Volk hinausgetrieben hatte, als das Volk hinausgetrieben war, da ging er hinein und er griff sie bei der Hand und da stand das Mädchen auf. Auch hier wurde er total ignoriert, verachtet, verspottet, verlacht. Sie glaubten nicht an ihn, wie auch heute die meisten Menschen nicht an ihn glauben, als unseren lebendigen Hohepriester. Aber meinen Sie nie, dass dies als eine Selbstverständlichkeit zu sehen sei, dass dies nicht irgendwie Leiden, psychologische Leiden hervorgebracht hätte? Kehren wir zu Markus Kapitel 6 zurück. Markus Kapitel 6, die Verse 2 bis 6. Markus Kapitel 6 und Vers 2. Und als der Sabbat kam, da fing er an zu lehren in der Synagoge. Und viele, die zuhörten, verwunderten sich und sprachen, woher hat er das? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und solche mächtigen Taten, die durch seine Hände geschehen. Ist er nicht der Zimmermann, Marias Sohn, und der Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon? Sind nicht auch seine Schwestern hier bei uns? Und sie ärgerten sich an ihm. Sie nahmen Anstoß. Sie waren keineswegs bereit, ihn zu akzeptieren als einen Propheten oder sogar als den Messias. Jesus aber sprach zu ihnen, Vers 4, ein Prophet gilt nirgends weniger als in seinem Vaterland und bei seinen Verwandten und in seinem Hause. Er wusste, dass er von seiner eigenen Familie nicht akzeptiert werden würde. Vers 5, und er konnte dort nicht eine einzige Tat tun, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Er hatte nicht erwartet, wie stark der Unglaube der Menschen sein würde, dass die ihn total ignorierten, verachteten, verspotteten. Und er ging ringsumher in die Dörfer und lehrte. Glauben wir nie, dass dies eine einfache Angelegenheit für ihn war, unter einer solchen Situation leben zu müssen. Lukas Kapitel 4. Lukas Kapitel 4, die Verse 28 bis 30. Hier hatte er den Juden damals erklärt, dass Gott nicht die Person ansieht und dass in jedem Volk, wo Menschen leben, die ihn akzeptieren wollen, diese Menschen angenommen werden von Gott, aber das war nicht etwas, was die Juden akzeptieren wollten. Und so heißt es hier in Vers 28, und alle, die in der Synagoge waren, die wurden von Zorn erfüllt, als sie das hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Selbst da waren sie schon bereit, ihn zu töten. Aber er ging mitten durch sie hinweg. Er hielt jetzt übernatürlichen Schutz, dass sie ihn nicht töten konnten, weil seine Zeit natürlich damals noch nicht gekommen war. Aber Jesus litt. Er litt im Fleisch, wie wir gelesen haben. Das war keine einfache Sache, hier so zu leben, wie er es tat, wie er es tun musste, für sie, für mich. Und so lesen wir auch in Markus Kapitel 8, dass sogar seine engsten Vertrauten ihm hin und wieder zu einem Anstoß wurden, weil sie nicht verstanden, was er tat, was er tun musste für sie, für mich. Markus Kapitel 8, die Verse 31 bis 33. Und er fing an, sie zu lehren.
Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren, zu sagen, nein, 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 das soll nicht geschehen. Lass dich ja nicht töten. Geh erst gar nicht nach Jerusalem, die wollen dich dort töten. Vers 33. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach, geh weg von mir, Satan, denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. In diesem Augenblick war Petrus von Satan inspiriert worden, diese Dinge so zu sagen, und Christus erkannte dies. Aber er wusste, er war ja dazu gekommen, um für uns zu leiden. Es war eine Notwendigkeit für uns. Und so sagte er hier, das, was du willst, das ist nicht göttlich, das ist menschlich, das ist von Satan inspiriert. So in diesem Augenblick sagt er zu Petrus, geh weg von mir, Satan, denn du willst mich irgendwie davon abbringen, das zu tun, wozu ich gekommen bin. Lesen wir Lukas Kapitel 18. Die Verse 31 bis 33. Lukas Kapitel 18 und die Verse 31 bis 33. Er nahm aber zu sich die 12 und sprach zu ihnen, seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden den Heiden, und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden. Und sie werden ihn geißeln und töten, und am 3. Tage wird er auferstehen. Schauen Sie, Christus wusste alles dies. Noch bevor er nach Jerusalem ging, noch bevor er auf dem Esel ritt, da wusste er bereits, was alles geschehen würde. Und meinen wir nicht, dass dies eine sehr einfache Sache für ihn gewesen sei. Und da lesen wir auch in Matthäus Kapitel 26, dass Christus noch etwas weiteres wusste. Matthäus Kapitel 26, angefangen in Vers 1. Und es begab sich, als Jesus alle diese Reden vollendet hatte, dass er zu seinen Jüngern sprach, ihr wisst, dass in 2 Tagen Passa ist, und der Menschensohn wird überantwortet werden, dass er gekreuzigt werde. Vers 14. Und da ging einer von den 12 mit Namen Judas Iskariot zu den Hohenpriestern hin und sprach, was wollt ihr mir geben? Ich will ihn verraten. Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihm 30 Silberlinge. Und von da an suchte er seine Gelegenheit, dass er ihn verriete. Und Christus wusste auch das. Er wusste, dass er verraten werden würde. Und Sie können sich nachher im Psalm 55 einmal durchlesen, was Christi Gedanken waren im Hinblick auf diesen Verrat. Er sagt, dass ein Vertrauter, der mit ihm zusammen das Brot gegessen hat, der sein würde, der ihn verraten würde. Psalm 55 wird dies näher beschrieben. Kehren wir zu Matthäus Kapitel 26 zurück und lesen wir über den aktuellen akuten Verrat in Vers 47, angefangen in Vers 47 in Matthäus 26. Und als er noch redete, siehe, da kam Judas, einer von den 12, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und mit Stangen von den hohen Priestern und Ältesten des Volkes. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen genannt und gesagt, welchen ich küssen werde. Der ist es, den er greift. Und alsbald trat er zu Jesus und sprach, sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Und Jesus aber sprach zu ihm, mein Freund, dazu bist du gekommen? Oder eine andere Übersetzung heißt hier, hat hier, mein Freund, warum bist du gekommen? Und da traten sie heran und legten Hand an Jesus und ergriffen ihn. Schauen Sie, im Johannesevangelium wird uns gesagt, dass Jesus von Anfang an wusste, dass es Judas sein würde, der ihn verraten würde. Das war ihm bekannt. Von Anfang an, Sie können das im 6. Kapitel nachlesen, auch im 17. Kapitel. Und gleichwohl scheint es, dass Christus so sehr gehofft hatte, dass es nicht so geschehen würde. Er hat ja auch zum Vater gebetet im Garten Gethsemane, wenn es einen Weg gibt, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Er hatte sich so gewünscht, dass es Judas nicht sein würde, dass Judas nicht diesen Verrat an ihm begehen würde. Und so sagte er auch, Freund, warum bist du gekommen? Warum tust du dies? Oder wie es hier auch heißt, dazu bist du gekommen?
Glauben wir nie, dass es einfach war, für Christus akzeptieren zu müssen, dass einer seiner Vertrauten, einer seiner 12 Apostel, ihn verraten würde. Auch das hat natürlich sehr viel Leiden erzeugt. In Matthäus Kapitel 26 lesen wir dann Vers 56. Matthäus Kapitel 26 und Vers 56, und das ist alles geschehen, damit erfüllt würden die Schriften der Propheten. Und da verließen ihn alle Jünger und flohen. Alle Jünger. Die 11, die bei ihm waren, die haben ihn auch dann verlassen. Er war dann ganz alleine. Auch das wusste Christus natürlich. Und so schauen wir uns Lukas Kapitel 22 an. Lukas Kapitel 22 und angefangen in Vers 54. Denn noch etwas sollte geschehen im Hinblick auf seine Jünger. Und auch das hatte Christus bereits vorher prophezeit, dass es geschehen würde. In Lukas Kapitel 22, Vers 54. Sie ergriffen ihn aber und führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des Hohenpriesters. Petrus aber folgte von ferne. Und da zündeten sie ein Feuer an mitten im Hof und setzten sich zusammen, und Petrus setzte sich mitten unter sie. Da sah ihn eine Magd am Feuer sitzen und sah ihn genau an und sprach, dieser war auch mit ihm. Er aber leugnete und sprach, Frau, ich kenne ihn nicht. Und nach einer kleinen Weile sah ihn ein anderer an und sprach, du bist auch einer von denen. Petrus aber sprach, Mensch, ich bin es nicht. Und nach einer Weile, etwa nach einer Stunde, bekräftigte es ein anderer und sprach, wahrhaftig, dieser war auch mit ihm, denn er ist ein Galiläer. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und im Matthäusevangelium wird hinzugefügt, und er verfluchte ihn und er schwörte. Und alsbald, während er noch redete, krähte der Hahn. Denn Christus hatte ja gesagt, du wirst mich verleugnen, noch bevor der Hahn kräht. Und der Herr, Vers 61, wandte sich und sah Petrus an. Alles dies geschah in der Gegenwart Jesu Christi. Und Petrus gedachte an des Herrn Wort, wie er zu ihm gesagt hatte, ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Obwohl Christus wusste, dass dies geschehen würde, als es dann geschah in seiner Gegenwart, was für einen Eindruck musste dies auf Christus machen? Und dann kam es natürlich zu der Geißelung. Zunächst einmal zu dem Verhör und der Geißelung und dann der Kreuzigung. Ich habe hier einen Artikel aus dem Internet. Ich möchte Ihnen das einmal kurz vorlesen, um Ihnen einmal die Fakten näher darzulegen, was alles geschah, was Christus erduldet hat für Sie, individuell für Sie. Der verurteilte Mann wurde gezwungen, das Kreuz zu tragen, das offensichtlich etwa 110 Pfund wog, vom Gefängnis bis zur Stelle der Hinrichtung. Römische historische Berichte und experimentelle Arbeit haben gezeigt, dass die Nägel zwischen den kleinen Knochen der Handgelenke und nicht durch die Handflächen getrieben wurden. Dann heißt es hier weiter, der Gefangene ist seiner Kleidung entledigt, seine Hände an einen Pfosten über seinem Kopf gebunden. Der römische Legionär schreitet vor mit dem Flagrum in seiner Hand. Dies geht jetzt zurück auf die Geißelung, noch vor der Kreuzigung. Dieses Flagrum, heißt es hier, ist eine kurze Peitsche, die aus mehreren festen Lederriemen und mit zwei kleinen Eisenstückchen nahe den Enden jedes Riemens besteht. Die schwere Peitsche wird mit voller Gewalt wieder und wieder über Jesus Schultern, Rücken und Beine geschlagen. Zuerst schneiden sich die schweren Lederriemen nur durch die Haut. Dann, wenn die Schläge weitergehen, schneiden sie sich tiefer in das Gewebe. Zuerst produzieren sie ein Herausquellen des Blutes von den Kapillaren und Venen der Haut und endgültig spritzt arterielles Blut der Blutgefäße der darunterliegenden Muskeln heraus. Die kleinen Eisenstückchen in den Riemen produzieren zuerst große, tiefe Druckstellen, die von weiteren Schlägen aufgebrochen werden. Zuletzt hängt die Haut des Rückens in langen Bändern. Und der ganze Bereich ist eine zerrissene, nicht wiederzuerkennende Masse von blutendem Gewebe. Wenn es vom verantwortlichen Centurio bestimmt wird, dass der Gefangene kurz vor dem Tod steht, wird die Geißelung schließlich beendet. Und die Evangelien sagen uns, dass Christus zweimal gegeißelt wurde. Der halb in Ohnmacht fallende Jesus wird dann losgebunden
und auf dem Steinboden fallen gelassen in sein eigenes Blut. Die römischen Soldaten sehen einen großen Witz in diesem provinziellen Juden, der behauptet, ein König zu sein. Sie werfen eine Robe über seine Schultern und stellen einen Stock in seine Hand als ein Zepter. Sie brauchen schließlich noch eine Krone, um ihr Hohnbild zu vollenden. Ein kleines Bündel flexibler Zweige mit langen Dornen, weithin für Feuerholz verwendet, wird zur Form einer Krone geflochten und diese wird in seine Kopfhaut gedrückt. Wieder blutet es stark. Die Kopfhaut ist einer der vaskulärsten Bereiche des Körpers. Nach seiner Verspottung und den Schlägen in das Gesicht nehmen die Soldaten den Stock aus seiner Hand, schlagen ihn auf den Kopf und die Dornen tiefer in seine Kopfhaut. Zuletzt werden sie ihres sadistischen Spottes müde und die Robe wird von seinem Rücken gerissen. Diese schon oder war schon in den Wunden an Blut und Serum angeklebt und solches Entfernen bereitet genauso wie unachtsames Entfernen eines chirurgischen Verbandes qualvolle Schmerzen, fast als ob er wieder geschlagen würde und die Wunden beginnen erneut zu bluten. In Achtung der jüdischen Sitte geben die Römer seine Kleidungsstücke zurück, das schwere Kreuz wird auf seine Schultern gelegt und der Umzug des verurteilten Christus zweier Diebe und das Ausführungskommando der von einem Zenturier geleiteten römischen Soldaten beginnt seine langsame Reise. Trotz seines Versuches aufrecht zu gehen, ist das Gewicht des schweren kürzenden Balkens zusammen mit dem Schock durch starken Blutverlust zu viel. Er stolpert und fällt. Das grobe Holz des Balkens bohrt sich in die verletzte Haut und die Muskeln der Schultern. Der Centurio, ängstlich zur Kreuzigung zu kommen, wählt einen kräftigen nordafrikanischen Zuschauer, Simon von Kyrene, um das Kreuz zu tragen. Die Kreuzigung beginnt. Der Legionär fühlt nach der Vertiefung an der Vorderseite des Handgelenks. Er treibt einen schweren, viereckigen, gehämmerten Eisennagel durch das Handgelenk und tief in das Holz. Schnell bewegt er sich zu der anderen Seite und wiederholt dieses, darauf achtend, nicht die Arme zu fest anzuziehen, sondern einige Flexion und Bewegung zu erlauben. Der linke Fuß wird gegen den rechten Fuß gepresst und mit gestreckten Füßen und Zehen nach unten wird ein Nagel durch beide getrieben, die Knie etwas gebeugt. Das heißt dann, das Opfer ist jetzt gekreuzigt, da er langsam mit mehr Gewicht auf den Nägeln in den Handgelenken durchhängt, schließt qualvoller, feuriger Schmerz von den Fingern über die Arme, um im Gehirn zu explodieren, da die Nägel in den Handgelenken Druck auf die mittleren Nerven produzieren. Wenn er sich hochdrückt, um diese dehnende Qual zu vermeiden, stellt er sein volles Gewicht auf den Nagel, der durch die Nerven zwischen den Mittelfußknochen der Füße reißt. Luft kann in die Lungen gezogen werden, aber kann nicht ausgeatmet werden. Jesus kämpft, um sich anzuheben und sogar einen kurzen Atem zu bekommen. Das zusammengepresste Herz kämpft, um schweres, dickes, schleppendes Blut in die Gewebe zu pumpen. Die gefolterten Lungen machen eine rasende Anstrengung, in kleinen Schlucken von Luft zu keuchen. Und dann heißt es hier, die übliche Methode dafür, eine Kreuzigung zu beenden, war Cura Fracta, das Brechen der Beine. Dies hinderte das Opfer daran, sich hochzudrücken. Die Spannung konnte nicht von den Muskeln des Brustkorbes befreit werden und rasche Erstickung trat dann ein. Die Beine der zwei Diebe wurden gebrochen. Als sie aber zu Jesus kamen, sahen sie, dass dies nicht nötig war. Warum war es nicht nötig? Nun, wir lesen in der Bibel, dass ein Soldat seine Lanze in die Seite Christi stieß. Dadurch trat sein Tod ein. Im Matthäusevangelium ist diese wichtige Aussage nicht enthalten, aber viele, oder vielmehr in den deutschen Bibeln heute nicht mehr, aber viele alte Manuskripte haben diese Aussage, dass ein Soldat seine Lanze in die Seite Jesu Christi stieß. Dadurch starb er. Und als dann die Soldaten kamen, da war er bereits tot, sodass seine Beine nicht mehr gebrochen wurden. Auch eine Prophezeiung des Alten Testamentes, wo es ja heißt, dass kein Bein oder kein Knochen gebrochen werden würde an dem Lamm Gottes. Im Johannesevangelium findet sich diese Stelle, aber da heißt es so, als ob, oder es wird so dargestellt in der deutschen Übersetzung, als ob dies geschah, nachdem er bereits tot war. Aber im Griechischen steht die Formulierung, ein Soldat hatte die Lanze in seine Seite gestoßen und Blut und Wasser kam heraus. Christus starb durch diesen Lanzenstich, aber er war natürlich sehr geschwächt durch die Marterung, die Geißelung, die er hatte durchmachen müssen und dann die Kreuzigung. Schauen Sie, als Christus diese Dinge erlebte, auch das war alles bereits prophezeit worden, aber
Gleichwohl, man liest so etwas im Alten Testament, aber Christus musste es durchleben. Und wir finden seine Gedanken im Alten Testament niedergeschrieben. Zunächst einmal im Psalm 22. Ich möchte kurz einige Augenblicke jetzt verwenden, Ihnen die Gedanken Jesu Christi, als er am Kreuz war, vorzulesen. Psalm 22, da heißt es hier unter anderem: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Vers 2, Vers 7. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute, verachtet vom Volke. Vers 8. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Vers 9. Erklage es dem Herrn, der helfe ihm heraus, und rette ihn, hat er Gefallen an ihm. Vers 12. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe, denn hier ist kein Helfer. Schauen Sie, selbst seine Brüder, seine Schwestern waren nicht in seiner Nähe, als er am Kreuz war. Der einzige Jünger, der erwähnt wird, ist Johannes. Als Christus zum Johannes sagt, hier, das ist deine Mutter, und er sich hier an Maria wendet. Aber es scheint, dass selbst seine anderen Jünger nicht da waren. Auf alle Fälle werden sie nicht erwähnt. So sagt er hier, es ist kein Helfer. Vers 13, gewaltige Stiere haben mich umgeben. Mächtige Büffel haben mich umringt. Ihren Rachen sperren sie gegen mich auf, wie ein brüllender und reißender Löwe. Er bezieht sich hier auf Dämonen, die da waren am Kreuz. Möglicherweise sah er sie sogar in Vision. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe. Und meine Zunge klebt mir am Gaumen, und du legst mich in des Todes Staub. Denn Hunde haben mich umgeben, und der bösen Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Ich kann alle meine Knochen zählen. Sie aber schauen zu und sehen auf mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Vers 20. Aber du, Herr, sei nicht ferne. Meine Stärke eile, mir zu helfen. Vers 22. Hilf mir aus dem Rachen des Löwen und vor den Hörnern wilder Stiere, vor den Dämonen, vor Satan, dem Teufel, der herumgeht wie ein brüllender Löwe, zu sehen, wen er verschlicken kann. Und er war gegenwärtig. Der inspirierte die, die am Kreuz vorbeigingen, die Worte zu sagen, die sie sagten, wie zum Beispiel: Ist er der König von Israel? Lass ihn herabkommen. Und sie verhöhnten ihn. Wir lesen auch im Psalm 69 etwas über die Gedanken, die Jesus Christus hatte, als er am Kreuz hing, als er für sie litt in dieser Weise. Psalm 69, Vers 5. Die mich ohne Grund hassen, sind mehr, als ich Haare auf dem Haupte habe. Die mir zu Unrecht Feind sind und mich verderben wollen, sind mächtig. Vers 9. Ich bin fremd geworden meinen Brüdern und unbekannt den Kindern meiner Mutter. Vers 10. Denn der Eifer um dein Haus hat mich gefressen, und die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Vers 21. Die Schmach bricht mir mein Herz, macht mich krank oder schwach. Ich warte, ob jemand Mitleid habe, aber da ist niemand. Auf Tröster, aber ich finde keinen. Sie geben mir Galle zu essen und Essig zu trinken für meinen Durst. Schauen Sie, Christus wurde von Satan versucht. Damals bereits in der Wüste, als Satan zu ihm kam und sagte: Bist du Gottes Sohn? Dann gebiete doch aus diesen Steinen, dass sie Brot werden. Oder bist du Gottes Sohn? Dann nimm doch die Herrschaft an, die ich dir anbiete. Und so lesen wir auch im Lukas-Evangelium, in Kapitel 23, dass diese gleiche Strategie wieder von Satan angewendet wurde, um Christus zu verführen. Und jetzt sogar am Kreuz, in einer der schrecklichsten Augenblicke, physisch gesehen, die Jesus Christus durchlaufen musste. In Lukas Kapitel 23 lesen wir die Verse 36 bis 37. Es verspotteten ihn auch die Soldaten, traten herzu, brachten ihm Essig und sprachen: Bist du der Judenkönig, so hilf dir selber. Schauen Sie, wir glauben nicht, dass du der König der Juden bist, aber wenn du es bist, dann hilf dir doch, dann zeig uns, dass du es bist, dann werden wir an dich glauben, wie sie an anderer Stelle gesagt haben. Auch dies ist eine Versuchung, die Christus ablegen musste, die er besiegen musste. Denn es war ja bereits schon vorher geschehen, dass die Juden versucht hatten, ihn zum König zu machen, gewaltsam zum König zu machen. Wir lesen dies im Johannesevangelium, 6. Kapitel. Schauen Sie, Jesus Christus hat alles dies erlitten, damit Sie
ewiges Leben haben könnten. Wenn wir an das denken, was Jesus für sie tat, dann denken wir auch daran, was Jesus heute von ihnen erwartet. Und wenn wir uns darüber klar werden, dass Jesus alles dies tat für sie, wie viel Dankbarkeit zeigen wir ihm heute? Meinen Sie nicht, wir sind es ihm schuldig, ihm gehorsam zu sein? Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Lenk für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Musik.